Also ich habe hier mit einem neuen Video ein kleines Upcycling-Projekt. Ich habe hier in meinem Mini-Camper in meiner Kiste immer diesen kleinen Tisch, Beistelltisch von Decathlon. Der hat mir jetzt schon jahrelang gute Dienste geleistet, ist hier und da schon ein bisschen an der Beschichtung spröde geworden, kaputt gegangen. Und er ist halt orange. Und ich meine, die Dinger kosten jetzt nicht wahnsinnig viel, könnten mir jetzt auch einen neuen kaufen, bin ich aber kein Fan von. Ich habe mir einfach so eine Dezifix-Folie in so einem Holzoptik besorgt. Die hat es irgendwie 10 Euro gekostet. Und ja, die werde ich jetzt da drauf kleben. Mal gucken, wie sauber die Kante ist. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt erstmal hier ablängen. Das machen wir jetzt einfach mal so Pi mal Daumen. Hier mal rein. Genau, das Schöne ist, hier auf der Rückseite sind immer solche, Einteilungen. Und daran kann man sich ganz gut orientieren und daran schneide ich jetzt einfach mal die Folie grundsätzlich mal auf Länge. Genau, Dezifix ist quasi eine selbstklebende, relativ robuste, auch wasserfeste oder zumindest abwaschbare Klebefolie. So, und ich habe mir, wie gesagt, so eine Eichenoptik besorgt. Da gibt es ganz viele verschiedene, gibt es in farbig, in schwarz-weiß, Holz verschiedener Arten und so weiter. Und die hat mir irgendwie ganz gut gefallen. So, ein bisschen gegenrollen und dann würde ich sagen, bei so Kleben muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht alles auf einmal abzieht. Ich ziehe jetzt mal hier oben die Folie mal so die ersten paar Zentimeter runter. So. Und dann setzen wir einfach die Kante ganz hier an der Ecke an. Da ist so ein Metallrand oben. Da gehen wir einfach drauf. Ich gehe nicht ganz an die Kante, sondern auf die Kante. So. Und dann im Grunde muss man da nicht viel machen, einfach schön gerade ausstreichen. Der hilft, wenn man so einen Schaber hat. Ich nehme da einfach mein Perso und dann fährt man da im Grunde schön gleichmäßig . Wichtig ist immer zu schauen, dass es keine Falten und Blasen gibt, weil die geben dann so komische Knicke. So, die Folie klebt soweit. Ich nehme jetzt das Skalpell und schneide mal hier jetzt dann so an der Kante entlang vorsichtig die Folie weg. Einfach ganz leicht schräg mit der Spitze in die Kante reinfahren. Dann ist auch schön gerade. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich werde jetzt hier die Kante hier vorne gleich schneiden. Ich habe das Gefühl, dass das dann dadurch ja sicherer und schöner aufliegt und weniger so Falten wirft.
Und ich werde versuchen, das Ganze mal noch ein bisschen zu erwärmen. Sieht jetzt aus. Viel schöner mit dieser Holzoptik. Hat jetzt irgendwie 20 Minuten gedauert, aber so bin ich sehr zufrieden. Jetzt habe ich einen Tisch, der nicht orange leuchtet, abgecycelt und kann weiter genutzt werden. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.